Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Rahmen dieses Videovortrages möchte ich meine OP-Technik zur femoralen VKB-Refixation erläutern. Die primäre Naht des vorderen Kreuzbandes ist immer noch ein umstrittenes Thema. Basierend auf Studien mit schlechten Ergebnissen nach offener Naht des vorderen Kreuzbandes aus den 70er und 80er Jahren galt für viele Jahrzehnte das Dogma, dass das vordere Kreuzband nicht heilen kann. In den letzten Jahren haben kreuzbanderhaltende OP-Verfahren aber wieder an Stellenwert gewonnen und dieses Dogma gilt so pauschal heute nicht mehr. Grundsätzlich ist es richtig, dass ein Nahtverfahren für die Gesamtheit der VKB-Verletzungen inadäquat ist. Allerdings gibt es bei näherem Betrachten der alten Studien doch einen Anteil an Patienten, bei welchen dieses OP-Verfahren zu guten Ergebnissen führen kann. Exemplarisch sei hier die Studie von Sherman aus dem Jahr 1991 erwähnt, welcher die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Rupturlokalisation untersucht hat und klar zeigen konnte, dass femorale Avulsionsverletzungen, sogenannte Typ 1 Risse, sehr gute Ergebnisse erzielten, wohingegen intraligamentäre Rupturen, sogenannte Typ 4 Verletzungen, schlechte Ergebnisse erzielten. Dieser Zusammenhang konnte auch in anderen Studien gezeigt werden, sodass heute allgemein akzeptiert ist, dass sich ein Nahtverfahren im Wesentlichen auf femorale Avulsionen oder sehr femoral Rupturen beschränken sollte, zumindest mit den aktuell verbreiteten OP-Techniken. Indikationen für ein VKB-erhaltenes Verfahren mit femoraler Refixation sind nach aktueller Studienlage daher die akute femorale VKB-Avulsion vom Typ Sherman 1 und als Grenzindikation auch noch Typ 2. Der Begriff akut ist auch nur sehr schwammig definiert. In manchen Studien wird dies auch noch bis zu 6 Wochen durchgeführt. Ich persönlich führe den Eingriff nur innerhalb der ersten 3 Wochen nach Verletzung durch. Voraussetzung ist zudem noch eine gute Gewebequalität und ein möglichst intakter Synovialschlauch. Kontraindikationen für dieses Verfahren sind eine intraligamentäre Ruptur, eine schlechte Gewebequalität und ein zerstörter Synovialschlauch sowie eine chronische Ruptur, wobei hier im Allgemeinen die Obergrenze 6 Wochen gilt. Relative Kontraindikationen für mich sind ein Alter unter 21 Jahre und ein hoher sportlicher Anspruch. Hier ist es letztlich so, dass Studien zeigen konnten, dass bei diesem Patientenkollektiv mit höheren Versagensraten gerechnet werden muss. Insofern stelle ich hier die Indikation bei diesem Patientenkollektiv sehr zurückhaltend. Mittlerweile gibt es zahlreiche unterschiedliche OP-Techniken zur femoralen VKB-Refixation. Hier sind auch nur 3 exemplarische Techniken gezeigt. Das ist einmal die Ankerrefixation und dann noch Verfahren, die ein Augmentationsverfahren nutzen. Hier einmal ein statisches Augmentationsverfahren, das Internal Brace, wobei hier ein Fiber Tape als Augmentation eingezogen wird und dann gibt es noch das Ligamis-System, was letztendlich eine dynamische Augmentation mit einem Federsystem ist. Meine bevorzugte Technik ist die banale Ankerrefixation und an der Stelle möchte ich aber klar betonen, dass ich nicht sagen möchte, dass dies das beste Verfahren ist. Alle diese Verfahren haben spezifische Vor- und Nachteile, aber für mich ist das eine Technik, die sehr gut reproduzierbar ist und bisher auch gute Ergebnisse erzielt hat. Das OP-Prinzip der Technik ist eine knotenlose Refixation mittels eines Ankersystems, wobei ich einen 4,75 mm Peak Swivlock Anker verwende. Es wird zunächst mit einer Nahtzange der vordere Kreuzbandstumpf angeschlungen und dann mit einem oder 2 Ankern je nach Rupturtyp an der Insertionsstelle am Femur refixiert. In diesem Video möchte ich nun meine OP-Technik zeigen. Zunächst sieht man hier die Verletzung. Es handelt sich um eine femorale Avulsion des vorderen Kreuzbandes, eine Typ 1 Verletzung nach Sherman, wobei vor allem das anteromediale Bündel betroffen ist. Im ersten Schritt wird nun der Kreuzbandstumpf angeschlungen. Ich persönlich verwende hierfür eine Nahtzange, in diesem Fall einen Meniscus Scorpion der Firma Artrex und einen Fiberlink-Faden der Stärke 0. Dieser hat den Vorteil, dass eine Schlaufe bereits im Faden
eingelegt ist, welcher extraartikulär dann durch das freie Fadenende geführt wird und somit eine Cinch-Konfiguration erzielt wird. Der Faden wird dann über ein accessorisches mediales Portal ausgeleitet, um keine Fadenschlaufen zu kreieren. Hier erfolgt der nächste Stich. In der Regel verwende ich 2 bis 3 Stiche im vorderen Kreuzband. Auch dieser Faden wird wieder als Cinch-Stich angelegt. Nun ist das vordere Kreuzband stabil angeschlungen. Im nächsten Schritt erfolgt zur Heilungsstimulation eine Mikrobohrung der femoralen Notch. Ich verwende in diesem Fall einen 2,4 mm Bohrer. Dies kann man sicherlich auch kleiner machen und letzten Endes werden überall dort, wo wieder das Kreuzband anwachsen soll, Mikrobohrungen angelegt, bis hier Knochenmarkmaterial austritt. Nun wird für die spätere Ankerrefixation das Führungsloch eingeschlagen. Hierfür wird der entsprechende Einschläger im Bereich der Insertionsstelle positioniert, wobei ich ihn immer etwas höher positioniere, um ihn nicht direkt im anatomischen Insertionsareal den Anker zu haben. Bis zur Begrenzung wird der Ankerführungsdraht dann eingeschlagen und wieder entfernt. Die Fäden im vorderen Kreuzband werden dann allesamt in das anteromediale Portal ausgeleitet und extraartikulär in das Öhr des Ankers geführt. Dann werden die Fäden über das Öhr gespannt und dieses dann in das zuvor kreierte Loch eingebracht. Dann wird das Öhr im Knochen versenkt. Und die Fäden dann über Eindrehen des 4,75 mm Peak Swivel Lock Ankers im Knochen fixiert. Der Anker wird dann entfernt, die Fäden schließlich abgeschnitten und dies ist nun das Endresultat. Man sieht hier wieder ein stabil refixiertes vorderes Kreuzband, in diesem Fall des anteromedialen Bündels. Dann Übergang in die volle Streckung, auch hier anatomische Position. Und abschließend noch der Blick hier in der Viererposition, wo man auch nochmal schön die Insertion des vorderen Kreuzbandes sieht und auch noch das weitgehend intakte posterolaterale Bündel. Das Nachbehandlungsschema ist relativ unkompliziert. Die Patienten erhalten für die ersten 6 Wochen eine 4-Punkt-Hartrahmen-Orthese. Innerhalb der ersten beiden postoperativen Woche herrscht eine Teilbelastung mit 20 Kilogramm. Zudem wird der Bewegungsumfang eingeschränkt auf 90 Grad Beugung und 10 Grad Extensionsdefizit. Zwischen der 3. und 6. postoperativen Woche dürfen die Patienten voll belasten. Der Bewegungsumfang wird erweitert auf 90-0-0 und ab der 7. postoperativen Woche wird der Bewegungsumfang dann freigegeben. Die Rückkehr zu Hochrisikosportarten erlaube ich in der Regel nach 6 Monaten. Abschließend noch zu den klinischen Ergebnissen der gezeigten Technik. Dies ist eine Arbeit aus der Gruppe um Wolf Petersen aus Berlin. Hier wurden eingeschlossen 41 Patienten mit einer proximalen Avulsionsverletzung des vorderen Kreuzbandes vom Typ Sherman 1. Alle Patienten wurden innerhalb von 6 Wochen operiert. Bei 20 Patienten erfolgte eine primäre VKB-Rekonstruktion in Einzelbündeltechnik und bei 21 Patienten erfolgte eine proximale Refixation mit Fadenankern, im Wesentlichen entsprechend der Technik, die ich eben gezeigt habe.
Und nach einem Mindestfollow-up von 24 Monaten zeigt es sich in allen untersuchten Parametern, sowohl subjektiv wie auch objektiv, kein wesentlicher Unterschied zwischen einer primären Refixation und einer Single-Bundle-Rekonstruktion. Es war allerdings schon so, dass die Versagensrate in der Gruppe der Refixation mit 15%, also 3 Patienten, höher war als in der Gruppe der primären Rekonstruktionen mit 0% und 0 Patienten, wobei dieser Unterschied nicht signifikant war. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und freue mich über Anregungen und Kommentare, ebenso über Likes und ein Abonnement des Kanals.